Hallo, ich begrüße euch heute bei diesem Video. Und zwar bin ich im Bikepark in Bullading, das allererste Mal. Und damit startet auch die Saison 2022. Ja, hier vor mir, schön sieht man Terrasse. Hier ist ein kleines Häuschen dabei. Da gibt es auch was zum Essen und zum Trinken. Cooler Lift haben sie auf jeden Fall hier. Und da sieht man Hang rein. Die untere Ecke von dem ganzen Bikepark. Es gibt drei Strecke hier noch im Moment. Ja, sieht man jetzt hier wunderschön hoch, wo die unterschiedlich runterkommen. Und hier gerade auch schön der Lift noch. Jawohl, ja. Also, gehen wir ein Stückchen vor. Jawohl, hier gibt es auch Strand, Chillout. Hier haben wir jetzt die Strecke. Jawohl, 1, 2, 3. Bikepark Bullardinger. Ja, steht hier, das ist die leichteste. Der Urban Danat Trail und der Steuerwurzeltour hier in der Mitte durch. Das ist der schwierigste Moment hier. Hier sind die Räder wie die Hühner auf der Stange. Kann man einhängen, absolut geil. Meins ist auch da, juhu. Und ja, jetzt würde ich sagen, Liftkarte ist gekauft, jetzt geht's hoch. Das erste Mal Spaß habe dieses Jahr. Schöner großer Drop da vorne, ich weiß nicht, ob man es sieht auf dem Video. Wow. Scheiße. Und startet. Hier oben verschiedene Lines rein, kann man sich aussuchen, wo man runterfahren will. Und okay. So, da kommt auch gleich ein kleiner Drop. Und ein großer Drop, den kann man mit Chicken Wagon fahren. Das funktioniert. So, schön auf die Kopfe durch, jawohl. Abkürzung hier. Und dann gibt es die andere Seite, die geht schon richtig runter. Und jetzt hier, das war so eine Besteigerung, Sprung mit einem Springer. Ja, und ab wieder Ball. Jawohl. So, schon einiges technischer hier. So, Start. Jetzt geht es hier wieder ziemlich runter. Und dann geht es aber gleich wieder hier in der technische Teil rein. Hier. So, dann, genau, da geht es schon runter. Ja. Und schon was anderes wie der andere. Jetzt oben rum. Idealerweise, jawohl. Kommt nicht hier drum rum. Ja. Und dann geht es hier auch schon wieder raus. Juppie. Jo. Geil. Ja. Also, stimmt schon, das sollte mal Ebbes Kölner steht da oben oder sowas. Also ich bin jetzt auch nicht der Könner, aber anfängertauglich absolut null. Das ist, hier kommt dann noch mal geschwind, kleiner Drop, runter, jawohl, raus und dann schaust du mir erst Teil durch. Juhu! Sprung her und juhu! So, haben wir wieder Wahl der Qual, aber ich möchte jetzt den Orwand North Trail komplett machen. Also jetzt linke Spur runter, wieder bis zum Lift. Huhu! Wahnsinn, dass man schnaufen muss, für das, dass man nicht bloß den Berg runterfährt, gell? Okay, weiter geht's. Auch nochmal ein kleiner technischer Start hier, schön verwurzelt, verblockt. Kann die oben auch ein bisschen abkürzen. So, dann hier geht es genauso, kann man auch ein bisschen drum rumfahren. Herrlich. Und laufen lassen. Ein schönes Waldstück hier durch. Nasse Kiste zum Empfehlen, aber trocken passt es. Gut, dann kommt da noch so ein Männisprung aus dem Wald raus. Juhu! Und wieder links weg geht der Trail hier weiter. Kommt ein kleiner Sprung. Jawohl, und ein bisschen Schwung drüber, genau. Und nochmal springen. Ja, und dann haben wir Power. Und hier. Ja, das ist aber schon ein bisschen besser hier. Da merkt man den Unterschied. Dann ist schon der Mini-Steinfeld.
nichts Dramatisches, ein bisschen Durchschleppung. Und dann, wenn die große Brust springe, die kleine können gleich springen, so wie ich. Wunderbar. Ja. Mini-Drop. Ja. Die Anliege geil hier. Und jetzt Schlusssprung. Hier wird Bau drauf. Oh, gut. Und ziehen. Yes. Geile Break. Es geht jetzt hier den Lift hoch in Wurladinge. Wir haben hier echt coole Haken, die werden hinten in die Sattelstütze eingehängt. Und da hat man nicht die scheiß Bügel, wo immer so hin und her rutscht. Ja. Aber hier die Liftspur, echt cool mit so Holzplatte, wo man richtig gut fahren kann. Und nicht da immer so hin und her schwankt, wie so manche bei anderen Liften, wie so ein Kuhschwanz. Und wir werden gleich sehen, hier geht es wirklich richtig nach oben. Ja, also machen wir einen Blick nach vorne. Ja, da oben sitzt man wirklich so drin, dass man sich festhalten muss, dass man nicht vom Rad runterrutscht rückwärts. Also, jetzt gehen wir mal die steile Stufe an hier. Jetzt geht's los. Also wir haben hier erwachsene Tageskarte 10 bis 17.30 Uhr, 25 Euro. Es ist echt recht wenig los. Vielleicht liegt es am Muttertag, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist sonst mehr los. Und absolut cool finde ich, hier gibt es eine Sammelkarte für Tageskarten. Das heißt, wenn ihr 10-mal da wart und 10-mal abstempeln lasst, dann gibt es einen Tag gratis. So, jetzt muss ich mal schön gucken, weil der Hochzug rede mal lieber nicht so viel, denn ihr seht, jetzt geht es erst richtig nach oben. Das nennt man Uphill hier. Es gibt hier drei verschiedene Trails. Einmal der Steuwurzel-Trail, der Awandna-Trail und Delis-Trail. Delis-Trail ist eindeutig der einfachste hier. Der geht hier hinter links los. Das ist wirklich richtig schön anfängertauglich und man kann sich prima drauf einrollen. Und da nehme ich euch jetzt mal mit runter. Also los geht's. Erste Fahrt 2022. Juhu, Bikepark Burladinge. So, hier oben Schild, Delis Trail, kann jeder. Also, das ist auch so, werdet ihr sehen, echt schön angelegt. Hier, haben wir ein bisschen durch. Man muss also auch ein bisschen mitreppeln hier auf dem Trail. Hier nicht zum komplett durchrollen. Oh ja, schön aus rum. Runde gibt es auch. Im Oberbereich sind die Kurven extra gut. Aber richtig schön gemacht. Halt alles schottrig, okay? Damit rutschig. Nur ein paar kleine Sprünge drin. Wenn man prima drüber rollen kann. Oder kleine Hüpfler machen. Also perfekt. Für jedermann, jetzt nur die engere. Da muss man dann doch ein bisschen abbremsen und wieder antreppeln. Ist doch ein bisschen eng rum. So, jetzt kommen glaube ich die Sprünge noch mit dazu. Jawohl. So eine Mini-Jumpline.
Ja, genauso. Links, rechts, ein bisschen abwechseln. Ein paar kleine Sprünge. Jo. Und hoch ausholen. Jawohl. So, das war der erste Abschnitt. Und jetzt geht's hier Dedis Trail direkt weiter. Also was cool ist, echt schön lange Strecke hier zum Fahren. Eben gleich mit einem kleinen Jump hier. Gut springen kann oder über Rolle. Und ein bisschen was anderes, jetzt schon wörtlich. Ein kleiner Abschnitt hier. Und da auch wieder ein Hüpferle. Ja, immer ein bisschen langgezogen hin und her geht's. Das ist da, wo man einfach immer ein bisschen pedalieren muss. Sonst bleibt man stehen. Erster Tag, Bikepark, Bullerdinger im Jahr 2022, absolut cool hier, mir macht Spaß, es war richtig gut, wieder zum Reinkommen. Strecken sind einfach bis anspruchsvoll, man kann sich toll steigern, kann hier echt üben, lernen, weiterkommen. Deswegen von mir auf jeden Fall Daumen hoch für Bullerding, finde die absolut geile Strecke, hat mich nicht das letzte Mal gesehen, das steht 100%ig fest. Da werde ich öfter sein und von mir aus ist aber so eine Stunde zum Fahren, das ist halt ideal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann auch bei mir, macht einen Daumen hoch und am meisten freuen wir uns natürlich, drückt noch auf Abonnieren drauf, dann verpasst ihr nichts, wenn es wieder heißt Alpin Michel on Tour, auch wieder mit Mountainbike, aber in nächster Zeit wird wieder einiges mit den Bergen reinkommen. Also abonniert und seid informiert, immer wenn es heißt, wenn ich on Tour bin. Ciao, bye bye.